Also das ist ein Fabrique Nationale, ein belgisches Sturmgewehr mit der Name Scar. Das heißt eine Narbe, es gibt eine ziemliche Narbe, das Ding hier, mit einem aufklappbaren Hinterteil hier. Und es hat M16 Magazine. Hier ein zum Zielen hier, Korn und Kimmel, aber besser lässt man das runter, weil man guckt hier auf dem ganz langen Ding, das geht viel besser, wenn man irgendwo ist. Ne? Also dieser Film hat drei Teile ungefähr. Erstmal ein bisschen Technik, wie man das gebraucht hier, das Ding, also nicht so wie in Hollywood. Zweitens, gegen wen werden wir das gebrauchen? Und drittens, etwas historische Informationen über den Feind im Innern. Also erstmal, in Hollywood zeigen sie ja, man kommt hier so rein, das Ding lasst man lieber runter, ne? Man kommt da rein irgendwo, ne? Und in einen schönen flachen Hollywood-Boden und man läuft hier, oh, ei, was war das? Ein bam, Kugel bekommen. Ah, ein orientalisches Teppich. Mein Gott, das war ja nichts, das hat der General ja nichts gesagt. Oder vielleicht war es ein Körper sogar. Also so geht es nicht. Aber wenn man so rumläuft, dann sieht man nichts. Man sieht nicht, wo man läuft. Vor allem im Dunkeln. Warum es geht, es gibt ein Ding wie den Silhouette. Wenn man so rumläuft, erstens können sie das Ding, wenn du reinkommst irgendwo, jemand greift das Ding und du bist weg. Und zweitens, es gibt ein Silhouette. Wenn jemand das Silhouette sieht, im Halbdunkel oder so, dann wird die Reflex ziemlich eindeutig sein. Also man hält es eher, so gibt es kein Silhouette. Ich habe das Ganze hier vor mir, sonst würde ich es hier halten natürlich. Aber hier geht auch, es geht immer noch schnell genug. Ja, das ist ein Kaliber 5.56, 223 Remington. Und ja, das hat keine Stoppwirkung. Es ist auch gemacht für die imperialistische Kriege Amerikas, um jemanden nur zu verletzen, ziemlich schwer zu verletzen. Ja, damit der Feind mehr Ressourcen in Krankenhäuser und so weiter stecken muss, damit sie weiter Männer an die Front haben können. Und zweitens, für imperialistische Krieger ist die Patrone von einem 5.56 mm ist etwa die Hälfte von einem 7.62 NATO-Munition. Es gibt auch eine Version mit dieser 7.62 NATO 308 Winchester, was natürlich viel besser ist. Man braucht es nicht automatisch zu setzen, all diesen Quatsch und so. Ein Kugel, baff, du gehst setzen, ja. Das Spiel ist vorbei. Das ist eine richtige Munition. Und dieses Gewehr ist in Belgien hergestellt von Fabrique Nationale bei Erstal, bei Liège, Lüttich. Und in Lüttich, neben daran, schauen wir meinen Film über diese Templers-Kommanderie. Ein Templerschloss, gerade neben daran in Villers-le-Temple. Wenn man reingibt, Villers-le-Temple, Templers auf Englisch, dann kommt es raus. Ne? Und es ist gerade um die Ecke. Alles vom La Meuse, die Meuse, verbunden, der Fluss. Ne? Das waren ja die Wege, die Autobahnen im Mittelalter. Also ist es klar, dass diese sehr alte Waffenfabrik, wo das hier herkommt, von den Templern original kommt. Diese Waffenfabrik gibt es, das ist eine der ältesten der Welt, gibt es seit dem Mittelalter. Okay, politische Teil, also naja, das zweite Teil eigentlich ist, für wen werden wir das gebrauchen? Vorher war der Feind die Engländer, die Deutsche, die Kommunisten, Napoleon und die Römer. Es hört nicht auf, all diese Kriege. Jetzt gibt es ja die Muslime. Naja, gehen wir doch los im dritten Weltkrieg gegen die Muslime. Aber ist das wirklich der Feind? Wer hat sie überhaupt alle reingelassen, diese Muslime? Ja, der Feind im Innern, die Elite. Wer ist die Elite? Das ist natürlich immer noch der Adel. Und es gibt nicht so ein Ding wie ein europäischer König. Es ist alles Import aus Ägypten, von den Pharaonen.
Schau den Film Das Schweizer Biest, Basislager des Teufels. Es erklärt alles. Und meine Filme, so wie Auschwitz, Made in Switzerland, auf meinen Kanälen Cure und Schatzsee-Fratz. Das dritte Teil, politisch, und man muss sehr, sehr stark sein, um nicht überfallen zu werden von den Nazis und den Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Die Deutschen waren überall, überall auf dem Atlantik mit den U-Booten, bis auf den Nordpol, über den Nordpol, in Skandinavien, in Russland. Die Russische, über die russische Steppen, in der Wüste, in der Sahara, in Nordafrika, überall und siegreich. Und ihr meint dann etwas, das ganz neben daran, das kleine Land da, haben sie einfach nicht genommen. Und warum denn nicht? Die Schweiz hatte nur 450 Mann unter den Waffen. Deutschland 19 Millionen im ganzen Zweiten Weltkrieg. Die Schweiz hatte nur 50 Panzer, weniger, 48 glaube ich. Deutschland 90.000. Die haben da alles organisiert. Und warum? Die Nazis wollten Deutschland kaputt machen. Der Zweite Weltkrieg war ein Genozid gegen den deutschen Volk, auch das russische Volk. Und nachher hat man schön an die Moslems reinlassen können. Ne? Und die Europäer den Krieg satt hatten. Und ja, die Schweiz ist von den Templern gekrönt worden. Die Nazis waren die Nazi-Templer. Deutschland hat den Krieg verloren, aber die Nazis und die Schweiz haben den gewonnen. In 1291 war der letzte Kreuzzug und die letzte Bastion der Templer war Akkon. In Nordisrael liegen die Ruinen, Saint-Jean d'Arc. Und Akkon fiel am 18. Mai 1291. Das war das Ende der Kreuzzüge. Nur 2,5 Monate später, nur die Zeit um zurückzukommen, hat man die Schweiz gegründet. Was sind 2,5 Monate im Mittelalter? Am 1. August, das ist Templertag in der Schweiz, 1291, hat man die Schweiz gegründet. Und daher kommen die Nazis, das waren die Nazi-Templer. Da waren die Nazis so interessiert in Okkultismus. Die haben gegraben, es gibt da Weversburg, und die haben gegraben in Südfrankreich nach Templerschätze mit der SS-Anerber. Das war alles Geheimtuerei, worüber das deutsche Volk eigentlich nicht informiert war. Und jetzt raubt die Schweiz Deutschland leer mit Steuerhinterziehung. Das ist der wirkliche Feind. Die Nazi-Templer und ihre Basis der Schweiz. Und, aber sie werden dafür sorgen, dass wir das jetzt hier gegen Moslem gebrauchen werden. Und wir werden sterben, Moslem werden sterben und der Feind im Innern wird sich immer wieder besser ins Sattel konsolidieren können. So, jetzt zeigen wir noch mal, wie das geht. Oh ja, naja, passen Sie auf für die orientalischen Teppiche. Ne? Und die sind sehr gefährlich, so wie der Feind im Innern.